Großartig. Das Ding gehört in ein Museum. Hey, Bruce. Tut mir leid. Na, keine Sorge. Ich verstehe schon. Was Neues von du weißt wem? Gutes Timing. Ich wollte es mir gerade ansehen. Hilfst du mir mal auf der anderen Seite? Drück. Okay, wird schon schief gehen. Guten Tag, Dr. Banner. Oh, wow. Wir haben es geschafft. Tony Starks fantastischer Computerkumpel. Oh, ich bin nur ein hochintelligentes System. Es ist mir eine Ehre, Miss... Khan, aber du kannst mich Kamala nennen. Sehr erfreut, Miss Kamala. Was ist los? Der Einsatztisch kriegt zu wenig Energie. Die Notabriegelung des Systems ist aktiv. Ich habe wohl die Sicherheitssensoren im Labor ausgelöst. Wir müssen sie deaktivieren. Ich mach das! Okay, Bruce. Wonach suche ich? Du benutzt die Konsole auf dem Labortisch, um die Sensoren zu deaktivieren. Ups. Ich glaube, ich hab's schlimmer gemacht. Schon okay. Das heißt nur, du musst die Sicherheitssensoren manuell deaktivieren. Such die kleinen roten Lichter. Wie zum Teufel soll ich da hinkommen? Im Ernst? Ja, richtig. Mann, dehnbare Arme. Hab einen. Okay, das ist einfach. In einer meiner Geschichten muss Iron Man Straßenlampen ausschießen, damit Black Widow in eine Hydra-Basis eindringen kann. Ach ja, das ist schön. Ich hätte nicht gedacht, dass ein Avenger sowas wirklich machen muss. Also, nicht, dass ich ein Avenger wäre. Fast geschafft, Kleine. Okay, das war's. Woohoo! Komm zurück. Gut gemacht, Kamala. Jarvis, suchen wir Tony. Jarvis? Die Suche läuft. Warten Sie. Irgendetwas stimmt nicht, Dr. Banner. Das ist nicht gut. Oh je. Mein neurales Uplink wurde beim Absturz der Chimera beschädigt. Das ist hochspezielle Shield-Technologie. Ohne sie habe ich keinen Zugriff auf die globale Datenbank. Shield? Lasst uns Maria kontaktieren. Maria Hill? Leitet sie jetzt S.H.I.E.L.D.? So ungefähr. Niemand weiß, was mit Direktor Fury passiert ist. Hill ist unsere einzige Vertrauensperson. Bruce, es ist schön, Sie zu sehen. Nach meinem Treffen mit dem Hulk war ich unsicher, ob wir uns nochmal sehen. Ja, tut mir wirklich leid. Hulk hatte einige Probleme. Sie müssen sich nicht entschuldigen. Dieser Tag hat unser aller Leben erschüttert. Es freut mich, dass die Avengers wieder in Aktion sind. Nun, nicht ganz. Hi! Kamala Khan. Im Moment sind's nur wir zwei. Wir versuchen, Mr. Stark zu finden. Ja, wir brauchen ein neurales Uplink. Sie haben sicher eins auf Lager. Alle unsere Ressourcen wurden von AIM beschlagnahmt und die meisten Agents sind abgetaucht. Aber ich weiß vielleicht, wo man suchen muss. Ich sende die Koordinaten an Ihren Einsatztisch. Infos kriegen Sie unterwegs. Soll ich den Quinjet startbereit machen, Sir? Welchen Quinjet? Bestimmen Sie mit dem Einsatztisch das Ziel des Quinjets für Ihre nächste Mission. Die Koordinaten von Commander Hill führen zu einer abgelegenen Einrichtung in einer Tundra. Ich habe die Position auf Ihrem Einsatztisch markiert.
Missionen, die für ihre Ermittlungen gegen AIM wichtig sind, werden mit dem A der Avengers markiert. Ich hielt das für angemessen. Einige Missionen enthalten Gegner mit Spezialfähigkeiten und Modifikatoren. Sie sollten sich die Modifikatoren ansehen und ihre Ausstattung für die Mission darauf ausrichten. Die AIM-Truppen in dieser Region benutzen angeblich Kryo-Waffen. Legen Sie Kälteschutzausrüstung an, um Ihre Überlebenschancen zu verbessern. Wusstest du etwa, dass er die ganze Zeit hier war? Ich hatte keine Ahnung. Wirklich. Aha. Du wolltest nur einen Ausflug in deinem Wohnwagen machen. Nein. Ich gebe dir Zugriff auf die Geheimfrequenz von S.H.I.E.L.D. Sie müsste dich zu dem Bunker führen. Moment, ich habe hier Störung. Etwas da unten blockiert den Tracker. Finde heraus, was es ist. Behalte ihn im Auge, Kamala. AIM, Bunker, Funken, selbst dem Tätig. Bleib von ihrem Radar weg. Commander Hill? Hallo? Keine Sorge. Ich führe sie zu ihren Störsendern. Da oben! Da ist ein AIM-Landungsschiff! Die Störung muss hier irgendwo sein. Halte die Augen offen. Das habe ich gehört. Ich frage mich, was wohl in dem AIM-Gebäude ist. Falls es Sie interessiert, es gibt einen externen Sperrmechanismus zum Öffnen der Türen. Ja, einen Schalter oder so. Willst du dich mal umsehen, Halt? Schön hier draußen. Ich kann die Landschaft zur späteren Betrachtung aufnehmen. Ja, tut mir leid. Augen aufs Ziel. Ameisen! Du bist ein Avenger? Miss Khan, das S.H.I.E.L.D.-Signal wird von einem lokalen AIM-Sicherheitsknoten blockiert. Sie müssen mich in die Nähe bringen, damit ich die Störung beseitigen kann. Okay, dann mal hin zu diesem Knoten, Halt. Jarvis muss sein Ding machen.
Ich arbeite an der Entstörung des Signals. Bleiben Sie einfach in der Nähe des Sicherheitsknotens. Voran. Halten Sie diese AIM-Truppen bitte vom Sicherheitsknoten fern. Flankenmanöver! Ich habe den Sicherheitsknoten gleich unter Kontrolle. Dauert nicht mehr lange. Diese Feinde müssen besiegt werden. Signal müsste jetzt durchkommen. Laut und deutlich. Der Tracker wird Sie zum Shield-Bunker führen. Dem Piepton folgen. Schon klar. Immer noch kein Kontakt zu Commander Hill, hm? Jetzt nur nicht nervös werden. Nichts wie raus aus der Kälte. Moment. Daten nach wie vor nicht eindeutig. Gemacht. Hoffentlich ist das neurale Uplink darin. Wir werden dich ganz schnell wiederherstellen, Jarvis. Danke. Eine Existenz ohne sofortigen Zugriff auf sämtliche Informationen des bekannten Universums ist recht unangenehm. Wie fühlt sich das an? Also, so ohne Uplink. Ist das wie Gedächtnisverlust? Ich weiß nicht, was das menschliche Äquivalent ist. Vielleicht, wenn man aus der Bibliothek ausgesperrt wird. Oh, wie wenn Ami das WLAN ausschaltet. Ungefähr. Wow! Sieh dir das alles an! Dann suchen wir jetzt mal. Das neurale Uplink ist in der Nähe. Cool.
Oh, was passiert hier? Wir haben möglicherweise ein geheimes Shield-Sicherheitssystem ausgelöst. Avenger geortet. Hallo, Avengers. Ist noch eine her? Nick Fury. Wenn ihr das hört, hat sich das Schlimmste ereignet. Ich bin nicht mehr da und brauche euch jetzt mehr als je zuvor. Ich wusste, dass Shield fallen kann und sorgte dafür, dass es sich wieder erheben kann. Das sind die Shield-Protokolle. Shield sollte die Welt beschützen. In Zeiten wie diesen, in denen die Hoffnung schwindet, müssen wir besonders standhaft sein. Tut mir bitte einen Gefallen. Übergebt die Protokolle einem der verbliebenen Subdirektoren. Damit können sie Shield wieder aufbauen. Viel Glück, Avengers. Fury Ende. Das war Direktor Fury. Also, Shield-Direktor Fury. Die Protokolle, von denen er gesprochen hat, müssen da drin sein. Sie müssen ihnen gefolgt sein. Schützen Sie das Uplink. Ich kann die Protokolle auf einen sicheren Server hochladen. Wir müssen diese Daten wieder zur Chimera bringen. Können wir sie aufhalten? Die Daten sind sicher. Und wir haben deinen Uplink. Gut gemacht, Hulk. Gib mal High Five. Nichts wie weg hier. Angesichts der erfolgreichen Installation des neuralen Uplinks habe ich jetzt vollen Zugriff auf meine Datenbank. Direktor Hill analysiert die Shield-Protokolle, die sie ebenfalls geborgen haben. Geht's dir besser, Jarvis? Es scheint alles wieder zu funktionieren. Sie ahnen nicht, wie viel das für mich bedeutet. Für S.H.I.E.L.D. Danke, Bruce. Dir auch, Kamala. Damit kann ich S.H.I.E.L.D. ernsthaft wieder aufbauen. Falls Sie etwas brauchen, kontaktieren Sie mich. Wir werden uns jetzt sicher wieder öfter sehen. Ich freue mich darauf, Direktor. Soll ich jetzt salutieren oder so? Nicht nötig. Viel Glück Ihnen beiden. Jarvis? Kannst du uns zu Tony bringen? Das wird zwar etwas dauern, aber ich denke, ich kann Mr. Stark finden. Bis dahin habe ich im Harmraum etwas entdeckt, das für Miss Khan von Interesse sein könnte. Und was soll das sein? Die holographische augmentierte Realitätsmaschine. Etwas, womit die Avengers trainieren. Wow, klingt ja abgefahren.
Ich muss Sie allerdings warnen, das System ist ein wenig chaotisch. Ist es sicher? Nur 0,0001% Verletzungsrisiko. Okay, ich vertraue dir mal. Gehen Sie durch die Crewquartiere. Der Harmraum ist im unteren Stockwerk der Hangarbucht. Danke, Jarvis. Hier ist Phil Sheldon, live vom Olympia-Forschungszentrum im pazifischen Nordwesten. Was Sie soeben sahen, waren unscharfe Aufnahmen eines älteren Zwei Getränkeautomaten? Der zweite wurde auf Mr. Odinsons Wunsch aufgestellt. Früher war da ein Schild. Für Chaos. Herkunft ist eine anonyme Quelle, die in ihrem Zelt durch Schüsse, Schreie... Hier haben die Avengers abgehangen. Ob es da drin noch Limo gibt? Wahrscheinlich abgestanden nach 5 Jahren. Wie der grüne Goliath offensichtlich irgendwelche bewaffneten Soldaten bekämpfte. Kaum zu glauben, dass das alles real ist. Ein Flug im Quinjet zu einer Geheimbasis von S.H.I.E.L.D. Oh, und dann Nick Fury. Und jetzt rede ich mit Jarvis und bin völlig aus dem Häuschen. Tut mir leid. Kein Grund, sich zu entschuldigen, Miss Khan. Bereit. Fahre hoch. Wow! Was? Willkommen in der holographischen, augmentierten Realitätsmaschine. Oh, ich bin Iron Man! In der Tat. Ich habe Mr. Starks alten Kampfsimulator geladen. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Soll das ein Witz sein? Ich bin Iron Man! Ha! Kommt her, ihr virtuellen Schurken! Los.
Es ist vorbei? Nochmal bitte! Gut, aber ich glaube, ich habe Mr. Stark geortet. Oh, ich komme!